Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Donkey Kong Land. Jetzt sind wir erstmal hier. Ja, was soll ich sagen? Am nächsten Tag ist Schule. Das weiß eh jeder schon. Ah, jetzt kann man auch die Richtung der Fässer wechseln. Ich nehme das hier Montag gleich auf. Ich weiß gar nicht, wann es bei euch ankommen wird. Ich glaube erst Samstag oder so. Weiß nicht so genau. Hey Mann! Okay. Fick dich! Das war jetzt scheiße von mir. Ich soll jetzt besser spielen. Und auch besser kommentieren, weil es ist gerade nachts etwas, deswegen will ich nicht so viel reden und labern eigentlich, weil das will doch kein Mensch jetzt hören. Also mein Gelaber. Lol. Fick dich, wie soll das gehen bitte? Also ich habe bis mal keine Ahnung. So. Bis dahin schaffe ich es auch noch. So. Dann so drehen. Kann ich es immer weiter drehen? Dann wird es einen Sinn machen. Sonst nicht. Ach so. Na dann. Dann. Passt es. Ja. Passt eigentlich. Hab's nur erstmal nicht kapiert. Aber eigentlich ist es gar nicht mal so schwer. Ist aber eine schöne Idee eigentlich. Ist auch recht chillig. Wenn ich nicht so dumm bin und mich von einem hässlichen kleinen Gnorti treffen lasse. Ich bin ja schon etwas dumm. Ja, das Level war gar nichts. Es war ja nicht chillimilli. Ich habe mich nur dumm angestellt. Ich tue mich eigentlich immer bei den leichtesten Level richtig dumm an. Außer bei diesem Plattform-Level. Das war wirklich ein krankes Level. Ja, das war nicht so. Knapp. Knapper Sprung. Aber wir müssen, glaube ich, nach oben, oder? Ja, müssen wir anscheinend. Nein, was habe ich gemacht? Ach so, die Feststelltaste ist Vorspulen. Wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weiß ich's. Alter, das ist jetzt kacke mit diesen Fässern. Wirklich, da kann man nicht timen. Das wird noch Freude machen. Aber bevor ich hier nerve mit dieser Feststelltaste, mache ich sie auf Leertaste. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Will ich auch gar nicht benutzen. Außer es ist sehr wichtig. Einfach so. Bei einem Storyspiel zum Beispiel vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, ich will ja nicht nur Jump'n'Runs jetzt machen, oder? Halt bei RPGs oder so. Nein! LOL! Fick dich. Deine Oma. Ja, ich fang von vorne an. Ich bin ein fairer Mitspieler. Wenn ich ein One-Up bekomme, dann zählt es halt in der Mitte. Aber bis jetzt habe ich noch gar nichts, also sei ruhig. Oh, ich habe es jetzt skillig gemacht hier. Ja, einigermaßen skillig hier schon rum. Hä, fick dich. Das
war das für eine Missgeburt? Das war doch jetzt eine Verarsche. Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht, bitte? Ich bin gesprungen. Nächstes Mal filme ich auch mein Ding Controller ab, damit man sieht, dass das Spiel hier bescheißt. Ich habe gesprungen, eindeutig. Ich glaube, weiß gar nicht, was das Problem von Donkey Kong Land ist. Im Ernst? Oh, das war schon wieder knapp, aber... Fick dich. So. Schöne Bananen, die jeder braucht. Wann krieg ich meinen Donkey Kong? Hab ich denn schon? Ne, oder? Jetzt müsste ich den auch gleich bekommen. Fuck, jetzt kommt die Stelle. Ja, hier. Achso, ich hatte schon einen. Ah, hier kann ich locker hoch. Knapp. Aber wenigstens 90 Leben. Also Bananen, nicht Leben. Hier muss man ja wirklich die Bananen sammeln, um zu leben. Aber ich habe das N. Anscheinend bin ich jetzt erstmal gut. Ich brauche schnell einen One-Up. Fick dich. Ja. Das war jetzt Beschiss. Nö, jetzt mache ich einfach beim jeden ein Save-State. Nö. Ich hatte noch meinen Donkey Kong. Nö, das sehe ich nicht ein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist doch Beschiss. Im Ernst? Das ist Beschiss. Bis hierhin ist er noch nicht... Was war das? Was? Ich bin gestorben. Wegen? Sag mir mal was. Wegen was? Ich bin direkt ins Fass geschleudert worden. Was ist dein Problem, du Scheißspiel? Fick deine Oma. Wie viele Welten hat das Scheiß-Dreckspiel noch? Wirklich, Alter, das nervt mich. Das Spiel hier kotzt mich schon langsam an. Wie das bescheißt. Lol. Jetzt bescheiß ich auch. Wie ich wusste, dass ich hier sowieso ein Kong oder so verliere. Vielleicht sogar schon Game Over werde. Weil das Scheißspiel ja schummeln muss. Hey! Ich will jetzt mein Ding haben. Ja. Oh, knapp. Aber meine 90 Bananen habe ich ja jetzt. Das ist jetzt schön und gut. Gut, 93. Auch gut gemacht. Knapp. Aber hier war ich ja schon. Soweit ich weiß. Ja, ich war ja hier schon. Nur das. Oh. Das hier wird auch nicht einfach. Okay, habe ich aber. Das ist egal. Ah, mein. Natürlich war es nicht egal. Ich will es unbedingt jetzt schaffen. Das Level ist auch nicht gerade einfach. Ich finde es eine der schwierigsten, weil da muss man timen. Diese Ölfeuer-Dinger hier. Da muss man richtig gut timen, aber ich bin gerade so dumm. Oder nein, ich bin hier nicht dumm. Das Spiel verarscht mich, ich springe ganze Zeit. Wie immer. Ja, okay, bis jetzt ist nicht schwierig. Oh. Hier war ich noch gar nicht, oder? Nö. So.
Ah, hier ist ein Salz, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Wie auch? Naja, wie soll ich auch drauf kommen, dass hier ein Seil kommt dann? Das weiß halt kein Mensch. Okay, haben wir das Level? Jawohl. Und hier kann man sogar speichern, weil wir das haben. Da brauche ich überhaupt keine. Sechste jetzt gleich. Das ist eh, glaube ich, nur der Boss. Lol. Ist das das Ende oder wie? Wusste ich nicht. Naja. Hey! Erschreck! Lol. Achso. Wieso? Der ist ja voll der Schwachopfer. Und ich verliere auch noch gegen den. Ja, das ist egal. Ich bin sowieso vor dem. Ich habe hier schon davor gespeichert. Oder? Ja, habe ich. Müsste so sein, ja. Ja, jetzt habe ich sogar voll Leben. Ich finde den Boss irgendwie lame. Weiß auch nicht, warum ich gestorben bin. Ich kann diese Methode noch gar nicht. Lol. Also diese Methode hier noch nicht. Man sieht den gerade auch nicht so gut. Wie zum Teufel? Verarsch mich nicht. So, erstes Leben weg. Noch ein Leben weg. Noch ein Leben weg. Du Fotze, noch ein Leben weg. Noch ein Leben weg. Noch ein Leben weg. Hey! Natürlich macht er jetzt einen Special Bastard Move. Hier, kriegst einen in den Arsch. Ja! Ich dachte, er springt nicht mehr, der fette Walross, Alter. Ich dachte, er rennt wirklich nicht mehr. Ich mach's lieber auf die normale Art. Dann passiert mir nichts. Komm her einfach. LOL! Ich kann auch nicht sein, dass ich jetzt gegen den scheiß King K. Wool hier fehle, der ist doch ein Lappen. Der ist doch wirklich der größte Lappen der Welt. Wie kann ich nur gegen den fehlen? Wie zum Teufel? Verarsch mich nicht, Spiel. Verarsch mich nicht. Nee, im Leben habe ich gefällt. So, ich spring, glaube ich, zu früh immer. Oh. Bam. Wann stirbt der Lappen endlich? WTF, will er mir einen Smackdown-Move oder so machen, oder was? Will er einen Smackdown-Move machen? Ja, mach gleich. Komm, ich hol Big Show. Big Show ist in diesem Fall Donkey Kong. Und Diddy Kong ist bei Mysterio. Wenn du so meinst, du kleiner verpixelter King K. Wool. Bam. Wann macht das eigentlich seinen Special Move? Ich gehe lieber noch nicht sicher. Ich hau ihn immer nur drauf, wenn seine Krone wirft. Ja, jetzt macht das einen fetten Smackdown-Move. Dieser Bastard. Ja! Werf überhaupt nie wieder deine Krone. Du kleiner Spasti. Ich mach hier ein Savey, damit ich mich nicht immer zu... Damit ich nicht schon wieder Game Over bin. Ich weiß, dass er jetzt viermal oder so das macht. Scheint etwas schwieriger zu sein, weil ich ihn noch nicht kenne.
Okay. So, jetzt glaube ich mal, dass er gleich den Smackdown-Move macht. Spasti. Mach halt den Smackdown-Move. Jetzt macht er den. Wusste ich's doch. Du fette Schwein. Ich weiß gar nicht, wie oft er das jetzt macht. Wie oft machst du das, du Hund? Wie oft macht er denn seinen Smackdown-Move? Wenn ich's so wüsste, Alter. Wenn ich's wüsste, dann wüsste ich's doch. Du kleiner Penner. Okay, hast du wieder. Habe ich wieder reingetroffen und schon wieder. Ich will nur seinen Smackdown-Move irgendwie. Das kann man ja nicht ahnen. Das ist eigentlich fies gemacht, finde ich. Von den Herstellern, dass sie erstmal jetzt so lang sowas machen. Also so langweilig. Und dann auf einmal so ein Smackdown-Move kommt. Finde ich ja nicht gut. Wie lange soll das hier weitergehen, du kleiner Penner? Ich kann es doch nicht wissen. Am Anfang werde ich noch nicht sterben. Mit den Kongs. Einer von denen stirbt mindestens an der letzten Smackdown-Attacke. Aber nur weil ich keine Ahnung vom Kampfschema habe. Ich weiß danach schon etwas vielleicht. Wenn ich es nicht blind spielen würde, würde ich ja viel besser spielen. Weil ich es dann schon kenne. Und ich weiß, auf mich zukommt. Aber jetzt hier weiß ich gar nichts. Ich weiß null von diesem Spiel. Null. Und wieso mache ich so einen Blödsinn? Aber der macht den Smackdown-Move. Das heißt, wir sind schon mal weit. Ja, wann machst du denn den Smackdown-Move, du kleiner Hurensohn? Und wann soll ich dir überhaupt in die Fresse schlagen, wenn du deinen Smackdown-Move machst? Du kleiner Penner. Smackdown-Bastard. Komm her. Man kann es gar nicht erahnen, glaube ich. Oh. Schon ein starker Fettsack. Nimm ab. Bam. So. Ich glaube, jetzt macht er seinen Smackdown-Move. Oh, nö. Ah, danach, glaube ich. Jetzt kommt sein Smackdown-Move. Nö. Doch jetzt. Bestimmt. War mir doch klar. Alter! Das kann man nicht ausweichen. Wie oft macht er das? Ja, unendlich mal. Kann ich ihn nicht schlagen. Währenddessen kann ich ihn nicht schlagen. Ah, jetzt! LOL! Jetzt hätte ich ihn bald gehabt! Okay, der wird, glaube ich, schon etwas schwierig. Schwieriger, als ich dachte. Am Anfang ist er jetzt erstmal ein Opfer. Ein Chili-Billy-Typ. Danach wird er echt schwierig und hart. Jetzt macht er nur dasselbe. Sobald er anfängt mit Smackdown, wird's hart. Das heißt, es wird nicht mehr leicht. Hier macht er noch keinen Smackdown. Jetzt macht er Smackdown bestimmt. Diese Runde ist Smackdown. Oh. Smackdown. Natürlich werde ich getroffen. Ich kann ja nicht ausweichen. Wie denn auch? Was der Bastard macht. Halt's Maul, du scheiß Hurensohn. Ich hasse ihn einfach. Ich will ihn umbringen. Naja, wenigstens bin ich im Final Part. Das heißt, ich muss nur noch den besiegen und dann habe ich das Spiel hinter mir. Das zählt nicht. Die Meldung kam. Nö. Beschiss. Beschiss. Also ich find's beschiss. Was meint ihr?
bekam eine Meldung, ich konnte mich nicht bewegen. Ich meine, das zählt doch nicht. Aber egal, ich bin ein fairer Mitspieler. Ich werde jetzt nicht heulen und rumpussen. Ich mach's weiter einfach. Ich werde auch keine Saves jetzt benutzen. Ich versuch's zu schaffen. Wenn ich's nicht schaffe, dann schaffe ich's halt nicht. Aber wie soll man das ausweichen? Alleine kann ich gar nichts schaffen. Glaube ich auch nicht, dass ich den schaffe alleine. Also mit niemandem hier. Aus. Oh. Oh, jetzt sieht's gut aus. Naja, fuck. Okay, jetzt ist gut. Wie zum Teufel, du kleiner Hurensohn! Hier, du fettes Stück Scheiße, was du bist, Alter. Schmeiße auf dich ein ganzes Land auf dich, Alter, du Penner. Ich hole meine 20 Kanackenbrüder. Hey, du Land, willst du Stress? Pass auf. Du muckst hier, Alter. Dann kriegst du die Fresse poliert. So ein Arschloch. So ein Riesenarschloch ist das Typ. Oder Leute? Was meint ihr zu dem fetten Schweinekopf? So. Ich hoffe, jetzt macht er gleich Smackdown, der Penner. Jetzt fängt schon an. Boah, der konnte sich schon wieder nicht bewegen. Wieso duckst du dich, du fettes Stück Scheiße? Ah, das ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Nö. Sobald man weiß, wie es geht. Aha! Ja! Schafft man schon. Komm her, wir haben 2 Leben hinabgezockt. Jetzt haben wir 3. Noch 1, so. Macht er, glaube ich, schon. Nee. Macht noch kein Smackdown. Jetzt macht er Smackdown. Oder? Yo. Ja. So, da muss man etwas antauschen. Ja, ist doch gar nicht so schwer. Oh, knapp, knapp. Geschafft. Habe ich ihn bald jetzt besiegt? Stirb doch endlich! Wann stirbt er endlich? Komm, Alter! Yes! Wo sind meine restlichen Bananen? Ah, wenigstens geschafft. Paul Maciacek. Paul Maciacek. Paul Maciacek. Merke ich mir. Du gehörst für mich einer der krankesten Spielersteller der Welt. Aber ich werde nichts machen mit dir. Du hast Glück gehabt. Aber natürlich, nein, das Spiel war cool. Hat relativ gefordert. Aber schade, dass es zu Ende ist. Ich hab's durchgespielt. Was ich von mir nie geglaubt hätte, aber... Wir haben's geschafft, Freunde. Das war ein tolles Let's Play, hoffentlich. Hat's euch gefallen? Und wie fandet ihr das? Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wollt.
Also ich mache erstmal eine Pause von diesem Spiel und sage ciao, Leute.